Hallo und willkommen zu einer neuen Auf-Tour-Folge. Ja, ich war mit meiner Schwester unterwegs und habe die Thalia-Buchhandlung in Bad Oldesloe besucht. Warum, fragt ihr? Ja gut, habt ihr gelesen. Ich habe einer Lesung eines Buches, und zwar dieses Buches, How to Hitchcock, beigewohnt, geführt oder gelesen dann dort vor Ort vom Autor Jens Wawrczeck. Jens Wawrczeck, ja, wer ist der Kerl? Das ist ein, ja, Autor kann man ja jetzt sagen, aber auch ein Synchronschauspieler, Sprecher, Theaterschauspieler, Künstler kann man ja auch so sagen. Und ihr kennt ihn alle, wenn ihr seine Stimme gerade hört, denn er spricht unter anderem seit Anfang der 80er Jahre Peter Shaw von den drei Fragezeichen. Ja, es ist Peter Shaw, um den es hier geht. Nein, es geht nicht ganz um ihn, aber er ist die Stimme von Peter Shaw. Viele kennen ihn auch aus der Serie King of Queens als Spence, um ihn mal einzuordnen. Ja, und Jens Wawrczeck, dadurch, dass ich ihn ja auch durch die drei Fragezeichen bewundere und auch schätze und er mich seit dieser Zeit, ja, begleitet, wie so ein guter Freund, kann man fast schon sagen, habe ich mir auch nicht die Gelegenheit nehmen lassen, und meine Schwester ging es ähnlich, meine Jüngere. Wir haben uns ja dann da eingefunden in der Thalia Buchhandlung in Bad Oldesloe. Das ist nicht so weit weg von mir gewesen. Und da war er dann zu einer Lesung. Ja, da hat sein Buch How to Hitchcock, meine Reise durch das Hitchcock-Universum, im DTV-Verlag erschienen. Hier, ich zeige euch das. Er hat also in einer halben Stunde, ja, kann man so sagen, eine halbe Stunde hat er gelesen und daraus vorgelesen, und das hörte sich etwa so an. Und auch über eine Synchronarbeit schreiben, die damit in Zusammenhang lesen, die damit im Zusammenhang steht. Dieses Kapitel, mit dem ich anfange, heißt Der innere Kompass. Ein Kapitel, in dem ich ein wenig vom Thema abschweife und immer wieder zu Hitchcock zurückfinde. Alfred Hitchcocks Der unsichtbare Dritte war ein Film, den ich gemeinsam mit meinen Eltern auf dem beigefarbenen Sofa in unserem Wohnzimmer in der Gneisenauer Straße Nummer 6 in Hamburg sah. Er zeigte mir New York so, wie ich es mir erträumte. Quirlig, extravagant und in Technicolor. Es dauerte noch ein paar Jahre, aber mein innerer Kompass lotste mich später tatsächlich an die Schauplätze meiner Lieblingsfilme. Nach New York, London und San Francisco. Nach New York verschlug es mich 1986. Ich war noch keine 23, wollte nur ein paar Monate bleiben und blieb 3 Jahre. An der Schauspielschule in Hamburg fühlte ich mich unglücklich. Dort war mir alles zu eng, zu eingefahren, zu grau. New York schien der ideale Ort zu sein, um all dem zu entkommen. Ich bewarb mich am Lee Strasberg Theater und Film Institute und wurde als ordentlicher Student aufgenommen. Meine Mutter teilte meine Bewunderung für einige der Stars, die aus der Strasberg-Schmiede hervorgegangen waren. Paul Newman, Marilyn Monroe. Das war jetzt nur so ein kleiner Auszug, den ich da jetzt aufgenommen habe. Jedenfalls ist das sehr interessant. Er hat mehrere Passagen aus diesem Buch vorgelesen. How to Hitchcock, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Und dann, ja, hat er danach nochmal Frage und Antwort gestanden und auch natürlich auch Autogramme gegeben. Ich habe ihn getroffen, ich habe es hier nochmal drin stehen und das zeige ich euch später. Da hat er mir auch die Widmung. Am 21.02.2024 habe ich ihn getroffen. Das war der Abend, wo wir eben halt bei der Lesung waren. Ja, und worum geht es denn jetzt hier richtig um How to Hitchcock? How to Hitchcock ist eine, ja, Betrachtung der Filme von Hitchcock, wenn man so möchte. Alfred Hitchcock, besser gesagt, der große Regisseur von vielen, ja, wegweisenden, aber auch spannenden Thrillers, kann man so sagen, von Filmen, die etwas anders waren im Endeffekt. Aber auch wegweisend für die Geschichte der Filme und der Entstehung und die Inspiration auch für viele Filme und auch, ja, Regisseure, kann man auch so sagen. Das ist also, Alfred Hitchcock ist nicht wegzudenken bei Leuten, die sich mit Film beschäftigen. Seine großen Meilensteine, Psycho wird als meistens genannt, Vertigo, Die Vögel, hier Strangers on the Train, dann Dial M for Murder,
ja, also es gibt so viele Filme, Rebecca, dann gibt es Familiengrab, das ist glaube ich ein letzter, Topaz, über den Dächern von Nizza, also eine ganze Menge Filme, die er inszeniert hat. Und ja, die haben den Autoren dieses Buches, Jens Wawrczeck, seit seiner Kindheit verfolgt. Und er erzählt natürlich auch von den drei Fragezeichen, denn die drei Fragezeichen waren ja auch so unter einer Art Alfred Hitchcock-Präsenz entstanden, kann man so sagen. Und somit war auch sehr früh in seinem richtigen Universum, denn im Endeffekt Alfred Hitchcocks Filme ja, bedeuten Jens Wawrczeck eine ganze Menge. Das kann man, merkt man auch, wenn man das Buch liest. Ich habe es inzwischen durchgelesen. Es liest sich auch wirklich sehr, sehr gut und ist auch sehr interessant. Und wie gesagt, drei Fragezeichen. Er geht hier nicht wirklich tiefgründig auf die drei Fragezeichen ein, denn das ist auch nicht das Hauptthema. Es ist, wenn man so will, Jens Wawrczecks Reise seines Lebens mit den Hitchcock-Filmen. Dadurch hat er ja Erlebnisse von sich selbst mit eingebaut, wie er die Original-Locations besucht hat in Amerika, wie er in Amerika auch Schauspielschule oder auf der Schauspielschule war und da studiert hat, wie er immer wieder nach Hitchcock gesucht hat, Informationen zu finden, die Bücher ausfindig gemacht hat von den Vorlagen dessen Filmen. Und ja, und in diesem Buch How to Hitchcock eben halt beschäftigt sich Jens Wawrczeck nicht einfach mit der Entstehung dieser Filme, denn es wäre easy, sage ich ganz ehrlich. Nein, er wirft einen, ja man kann schon sagen, süffisanten und unverhohlenen Blick auf die Figuren. Auf die Schauspieler natürlich auch, die sie darstellen. Das Zusammenspiel, die Beziehung zu den einzelnen Figuren, wie jetzt zum Beispiel bei, ja gut, mir fällt es am besten ein durch Psycho und Norman Bates, dieses Mutter-Sohn-Verhältnis. Wie das dargestellt wird, auch von den Schauspielern, die Intensität dahinter, das Besondere, was diese Figuren ausmacht, die Gedanken, die diese Charaktere haben, wenn sie miteinander agieren. Er betrachtet den Film, wie der man ihn auf der Leinwand sehen kann und die Figuren anders sieht, versteht. Und das ist sehr interessant. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Man setzt nicht an, wie der Film jetzt entstanden ist nach dem Buch und dann hat er die Schauspieler ausgewählt und dann so und so wurde gedreht. Nein, er beschäftigt sich mit der Psychologie, die dahinter steht. Die Figuren, wie sie das dargestellt haben, die Beziehung zueinander, welche Intentionen diese Charaktere hatten. Das ganze Zusammenspiel. Und das ist wahnsinnig interessant, das auch zu lesen. Er mischt das ein wenig zusammen mit seinen persönlichen Reise oder seiner persönlichen Reise von der Schulzeit über die Ausbildung so ein bisschen. Immer wenn es ihn ein bisschen verfolgt hat, das Ganze eigentlich auch bis heute. Bisschen zu wenig manchmal für meinen Geschmack, weil am Anfang ist es ein bisschen mehr eingebaut und später etwas weniger, wodurch es nicht ganz biografisch wirkt. Ich dachte erst, es ist so ein bisschen Mischung Biografie und dem Hitchcock-Film, aber es ist nur ansatzweise, es ist nicht komplett, also es ist keine Jens Wawrczeck-Biografie oder, im Endeffekt auch, denn diese Filme haben ja auch schon beeinflusst in seinem Schauspiel, wie er sich die Figuren denkt, wie er sich in die Figuren hineinversetzt. Das kann man wirklich auch so da rauslesen. Ich muss sagen, ich fand das Buch wirklich sehr, sehr interessant. Kostet übrigens so um die 13 Euro, kann man überall bestellen. Und es liest sich wirklich sehr, sehr gut. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Also mir hat diese ganze Betrachtung von der anderen Seite, also wirklich von außen, ich war ja sonst mehr so der Making-of-Typ, der sich mit den Filmentstehungen beschäftigt hat von hinten, also wie ist es entstanden sozusagen. Ich habe gern hinter die Kulissen geblickt, aber dieser Blick auf die Figuren, in die Kulisse hinein, in die Menschen, in das Zusammenspiel, das war wahnsinnig interessant und es hat auch mich zum Nachdenken ein bisschen angeregt. Wie gesagt, er nimmt das in verschiedenen Kapiteln auseinander. Klein wenig ist dann seine autobiografischen Erlebnisse da verbunden, denn er ist ja auch ein Hamburger wie ich, kann man so sagen. Und dadurch verstehe ich ihn. Ich kannte auch einige Orte, wo er sozusagen dann ins Kino gegangen ist und so weiter. Wenn man nach Hamburg in der Nähe von Hamburg wie ich aufgewachsen ist, dann merkt man das schon. War aber sehr, sehr spannend, das dann zu lesen, wie er eben halt, wie gesagt, ins Kino ging, seine Begeisterung ihn auch geprägt hat. Und das Witzige ist eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen,
relativ früh bezeichnet Jens Wawrczeck sich auch als einen Angsthasen, einer, der nicht, er schreibt das so, er geht nicht gerne in Schwimmbäder, weil ihm da zu viele Menschen sind, der sich so ein bisschen lieber vorsichtig verhält. Der im Endeffekt das, was ihr vielleicht kennt auch von Peter Shaw, also von den drei Fragezeichen, der Ängstliche, der ein bisschen, er ist zwar sportlich, aber wenn es drauf ankommt, hat er Angst. Und ich muss sagen, Jens Wawrczeck bezeichnet sich ähnlich, deswegen passte auch diese Figur von dem Peter Shaw ihm richtig gut auf den Leib geschrieben, kann man so sagen. Aber ehrlich gesagt, lieber Jens Wawrczeck, du bist über dich hinausgewachsen. Wenn man das alles liest und das, was du machst, du hast versucht, deine Angst zu überwältigen. Du hast drüber hinaus, bist drüber hinausgewachsen. Du hast gesagt, diese Angst wird mich nicht beherrschen. Und das hat vielleicht auch deine Faszination, oder das merkt man auch so, ja, merkt man doch schon, für Alfred Hitchcock. Diese Angst, die die Hauptcharaktere haben, er konnte sich gut in diese Figuren hineinversetzen. Das liest sich wirklich gut heraus. Und wie sie auch über sich hinauswachsen, wie sie dazulernen und sich verbessern und sich diesen Dingen stellen. Und das hat der Autor auch gemacht. Wenn man diese biografischen Teile sieht, er ist dann nach Amerika gegangen, um da eben halt, ja, zu lernen an der Schauspielschule. Und das war nicht ohne. Also das fasst dann nur kurz zusammen, wie er im kleinen Apartment lebt mit Kakerlaken und oder mit einem kiffenden Musiker, wenn ich das richtig entsinne. Das ist schon eine Herausforderung. Auf jeden Fall ist das wahnsinnig interessant, das alles zu lesen. Und wie gesagt, mit Hitchcock, er beschäftigt sich mit den Filmen, gibt die Filme einzeln, fast alle durch, betrachtet die Figuren, was ihn beeinflusst hat, was ihn, ja, da sagen wir nicht beeinflusst, das ist ja mein Fazit gewesen, aber was ihn fasziniert hat, was ihn gereizt hat, diese Filme immer wieder zu sehen. Und das ist auch das Schöne dabei, Jens Wawrczeck geht ja nicht nur von Buchhandlung zu Buchhandlung und liest aus den Büchern vor, nein, er hat auch gleichzeitig eine Kinotour mit Hitchcock-Filmen. Er ist in vielen Kinos gewesen, auch hier in Hamburger Metropolis-Kino öfter mal, aber war in Lübeck auch und im Süden Deutschlands. Also er ist nicht nur auf den Norden Deutschlands bezogen, er ist durch ganz Deutschland gezogen, auch Leipzig, Eutin und so weiter und hat dort in den Kinos bestimmte Filme, also es war immer ein Film vorgestellt, von den Vögeln über Psycho, Vertigo, je nachdem wie die verfügbar waren. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob die jetzt wirklich über wie die abgespielt wurden, ob es digital war oder ob die über altes Film, Celluloid, was natürlich schöner wäre. Aber auf jeden Fall wurden die vorgestellt, man hat die dann mit den Leuten geguckt, ein bisschen auseinandergenommen, diskutiert vielleicht darüber. Ich war leider nicht dabei, ich kann es nur ein bisschen aus dem, was ich auf seiner Instagram-Seite erfahren habe und ja, und ein bisschen was er selbst erzählt hat im Endeffekt herauslesen. Aber es war sehr interessant. Ich wollte selbst gerne, als Psycho in Lübeck gespielt wurde, hin. Ich hatte aber leider, war ich gerade richtig krank, was mich geärgert hat, aber nur umso mehr gefreut war es, als ich ihn persönlich eben halt getroffen habe in der Buchhandlung hier in Bad Oldesloe. Und das war sehr, sehr schön organisiert. Wir waren so 30 Leute, die da saßen. Ja, wie gesagt, die Kinotour, ich kann sie auch nur empfehlen. Und ich weiß nicht zu diesem Zeitpunkt, wo ich dieses Video jetzt veröffentliche, weil es ist ja auch ein Fazit aufs Buch. Das Buch kann ich euch ans Herz legen. Jeder, der sich mit Hitchcock beschäftigt und vielleicht auch ein bisschen was über Jens Wawrczeck wissen möchte, dem sei dieses Buch wirklich ans Herz gelegen. Es ist ein sehr, sehr schönes, gelungenes Buch. Ich verlinke auf jeden Fall seine Webseite hier unten, also in der Videobeschreibung. Dann fängt auch einfach www.jenswawrczeck.de. Und ich werde auch nochmal seine Instagram-Seite da versuchen zu verlinken mit. Denn da könnt ihr unter, ich glaube, Termine ist es, da liest ihr dann, wenn noch welche Vorstellungen sind oder Lesungen. Weil er zieht seit 2023, seit eben das Buch erschienen ist, seit fast einem Jahr schon durch die Kinos und durch die Buchhandlung. Und es macht ihm sehr viel Spaß, das merkt man auch. Und ja, da schaut nach, vielleicht ist auch ein Termin bei euch in der Nähe. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist eine tolle Erfahrung und er ist ein wirklich sehr, sehr lieber und netter Mensch. Kann ich auch nur bestätigen. Ja, also das Buch, wie gesagt, sehr, sehr spannend mit der Charakterauseinandersetzung. Ein anderer Punkt, der mir auch sehr gut gefallen hat, er hat sich auch in einem Kapitel über die Buchvorlagen, also er hat die Geschichten analysiert. Also einerseits die Charaktere und die Geschichten.
eben nicht die Entstehung der Filme, da ist er auch ein bisschen auf eingegangen, aber das war nicht das Hauptaugenmerk. Und das eine Kapitel, sozusagen das Buch zum Film, wichtige Änderung, er hat da einige Filme rauskristallisiert, er hat nicht jeden Film auseinandergenommen, in jedem Kapitel, das wollte ich damit sagen. Auf jeden Fall war das sehr interessant, dass er sich ja, auf die Romansuche begeben hat, um, er hat sich auf die Romansuche gemacht und festgestellt, nicht jeder Roman war bisher in Deutschland oder in Deutsch übersetzt oder erschienen oder ist zu einem Zeitraum erschienen, wie kann man es anders sagen, der heute nicht mehr erhältlich ist, sagen wir mal so, antiquarisch nur noch zu finden ist. So hat er sich das auch zur Aufgabe gemacht, weil er auch eine eigene Hörbuchreihe hat. Die wird hier hinten auch kurz in den letzten Seiten betitelt. Die werde ich jetzt auch mal kurz werde ich auch unten verlinken. Schreibe ich Hörbuchreihe. Und zwar ist das der auf der die Audobar-Reihe. Das ist also www.audobar.de. Es wird unten aufgelinkt. Da hat er Hörbücher eingelesen, also Bücher eingelesen, der Filmromane und im Endeffekt auf. Ja, hier habe ich jetzt hier die ganze Liste der Filme von Hitchcock. Die ganzen Filmvorlagen. Ne? Eine Braut, eine Dame verschwindet. Es muss Strangers on the Train, glaube ich, sein. Na gut, ich bin da nicht so komplett drin wie er. Aber eben Mani, Spellbound, die 39 Stufen, die Vögel, Vertigo, Im Ärger mit Harry, Fenster zum Hof, Rebecca und noch einige weitere. Die hat er alle eingelesen und hat auch diese Bücher, die nicht bisher in Deutsch erschienen waren, hat er übersetzen lassen und auch als Buch wieder verlegen. Und das finde ich Hochachtung, das zollt auch meinen Respekt, denn das ist ja auch Erhaltung dieser klassischen Literatur. Das finde ich großartig. Und er hatte noch eine großartige News nebenbei erzählt bei der Lesung, dass er seit acht Jahren daran gearbeitet hat, auch Robert Blochs Psychoroman einzulesen. Und es war immer irgendwie schwierig. Ich weiß nicht, ich weiß, dass die Buchrechte auch ein bisschen hier in Deutschland eben halt an einen kleinen Verlag gingen und vorher beim Heine Verlag, glaube ich, mal lagen. Da habe ich mein Buch her. Ich habe die damals, aber wie gesagt, es war auch schwer zu finden, das Buch. Selbst ich habe damals Jahre gesucht, als ich das mal lesen wollte. Und das war, das war schon relativ früh, das war in den 90ern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da war es schon schwer zu finden. Auf jeden Fall hat er uns an dem Abend erzählt, dass er am Tag zuvor die Rechte erhalten hat. Das heißt, Jens Wawelczek, und das werde ich noch anhören, weil das ist mein persönlicher Liebling, es ist nicht sein persönlicher Liebling, aber er schätzt eben halt auch Psycho. Er hat Eine Dame verschwindet, ist unter anderem einer seiner großen Favorites. Jedenfalls liest er jetzt auch Psycho ein und hat die Rechte da bekommen. Das finde ich auch sehr, sehr großartig. Und wo ich sagte, Eine Dame verschwindet, und das war auch eine große, tolle Geste. Das hat er uns auch exklusiv an diesem Abend erzählt. Ich habe ein, zwei Fotos davon. Er war kurz, ein paar Tage vorher im Kino in Eutin, wenn ich das richtig erinnere, dass das Kino war. Und da hat ihm der Kinobesitzer, sag ich mal, ein Poster geschenkt, ein klassisches Alfred Hitchcock-Poster von Eine Dame verschwindet. Und man merkte, dieses besondere Geschenk, dass es ihm sehr viel bedeutet hat. Er hat uns das Poster gezeigt. Es war, ja, man fühlte es richtig mit ihm, dass er diese Geste echt geschätzt hat. Und das hat ihn echt begeistert. Ja, also ich kann nur sagen, es war ein tolles Erlebnis, dieses How to Hitchcock mit Jens Wawelczek zu erleben. Eben halt auch auf dieser Ebene, zu den drei Fragezeichen hat er jetzt nicht so viel beantwortet. Und wo ich sage, das Wort beantwortet, ich hatte versucht, mit ihm ein Interview zu bekommen. Aus Zeitgründen ging es nicht. Aber ich konnte ihm ein paar Fragen während der FRQ, also Frage-Antwort-Runde, stellen. Und die habe ich aufgenommen. Und die Antworten werde ich euch jetzt mal vorspielen. Komm, lauscht mal rein. Was ich an James Stewart wahnsinnig mag, ist seine Emotionalität. Der ist, also Cary Grant ist ein wunderbarer Filmstar auch und ein toller Schauspieler. Ich habe bei Cary Grant nie das Gefühl, er kommt in Gefahr,
weil er so besetzt ist wie ein Held halt. Bei James Stewart hat man schon das Gefühl, dass er in Gefahr gerät, und das finde ich sehr sympathisch, weil ich mich damit identifizieren kann. Wenn du die Wahl hast, tanzen oder singen? Also singen, aber ich tanze auch gerne. Aber ich singe, ich finde, singen ist sozusagen eine Stufe über Sprache. Weil mit Singen erreicht man die Menschen noch anders. Das ist eine andere Art der Kommunikation. Die geht nicht so sehr über den Verstand, die geht eher sofort in den Bauch. Und das finde ich, also es kommt natürlich auf den Sänger an und auf die Stimme. Also nicht alle Sänger oder Sängerinnen erreichen mich. Das ist ja für jeden auch anders. Aber das finde ich die große Herausforderung auch, wenn ich selber singe, weil das ist eine andere Art des sich Öffnens. Und darum finde ich, ist das eine tolle Herausforderung. Ich singe auch in der Öffentlichkeit. Ich habe ein Gesangsalbum veröffentlicht vor 2 Jahren und ich singe bei meinen Bühnenprogrammen immer auch einen Song. Ich erzähle eine kleine Anekdote, wenn ich es darf. Also erstens glaube ich, dass mein ganzes Leben sehr bestimmt war von den inneren Bildern und Träumen, die ich hatte. Weil ich war ein sehr, sehr schüchternes Kind. Und wenn ich nicht so starke Träume gehabt hätte und Bilder, hätte ich, glaube ich, mich überhaupt nicht bewegt, weil ich so ängstlich war. Darum glaube ich, dass das Träumen eine ganz wichtige sozusagen Initialzündung ist, um in die Aktion zu kommen. Darum ist wahrscheinlich entweder oder gar nicht richtig, sondern erst das eine und dann das andere. Also Realist ist ja was anderes als in die Aktion gehen. Aber also ich finde Träumen sehr wichtig, weil das einen Impuls geben kann. Gestern, ich wurde gestern gefragt bei der Veranstaltung, was sind denn Ihre nächsten Projekte? Und ich habe gesagt, ich habe die Rechte angefragt, weil ich habe ja eine Hörbuchreihe, wo ich die Literatur lese, die Hitchcock verfilmt hat. Ich habe die Rechte angefragt für Psycho. Und diese Rechte versuche ich seit 8 Jahren zu bekommen. Die liegen beim Hörverlag, die hat Matthias Brandt hat das Hörbuch eingelesen, aber irgendwann laufen die Verträge ja aus. Und ich habe gedacht, okay, in meiner Hörbuchreihe, die jetzt, inzwischen habe ich 18 Hörbücher veröffentlicht, die verfilmt von Alfred Hitchcock-Reihe, fehlt natürlich Psycho. Und ich habe gestern zu dem Publikum gesagt, da ich so sehr daran glaube, an Träume und an Gedanken, gesagt, wenn Sie jetzt alle die Daumen drücken, vielleicht bekomme ich die Rechte. Heute Morgen. Nee. Ja, ruft mich die Frau an. Heute Morgen ruft mich die Frau an, die für mich immer die Lizenz einholt und das eben auch seit Jahren versucht und sagt, Jens, du hast die Rechte für Psycho. So. Insofern, also der Traum war erst. Man muss sehr hartnäckig sein, man braucht echt einen langen Atem für alles. Das habe ich auch gedacht. Und ich bin ein großer Spätentwickler. Das glaubt man zwar nicht, weil ich so früh angefangen habe als Kind, aber ich bin ein Spätentwickler und es dauert sehr lange, darum auch mit dem Gesang. Das wollte ich immer machen, auch öffentlich, aber ich brauchte sehr lange, um mich in die Öffentlichkeit damit zu begeben, weil mein Anspruch ist sehr hoch und natürlich gibt es 100 Millionen Leute, die besser singen als ich. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich muss es machen. Es ist in mir drin, es braucht die Tür, die ich irgendwie aufstoße, aber ich hatte den Schlüssel noch nicht. Sind wir jetzt mal gefragt, du hast jetzt die Schauspielerin oder Synchronsprecherin gefragt, damit immer kennengelernt. Jetzt hast du noch Psycho ja gesagt, Mutter. Und du hast ja mit Eckhard Dux ja auch mehrfach bei den 3 Fragezeichen. Musste er den Satz auch mal für dich sprechen? Und Eckhard Dux ist eben vor allen Dingen ein unglaublich angenehmer Kollege. Der ist ich glaube, er ist jetzt 95 oder ja, so. Hochachtung, ja. Dass er noch ja, macht. Ja, und ich habe ihn natürlich, als ich ihn das erste Mal kennenlernte, also Eckhard Dux ist ein gutes Beispiel für die Kollegen, mit denen man vor dem Mikrofon stand, auch als Kind, die in keinster Weise ihre Position haben raushängen lassen. Der hat seinen Job einfach unglaublich gut gemacht und alles, was er gemacht hat, wieder mit einer neuen Neugierde und einem neuen Enthusiasmus ist er das angegangen. Und das und mit großem Können. Ich meine, Eckhard Dux ist auch Bühnenschauspieler und ich glaube, Perkins hat er mit großem Genuss synchronisiert und als ich ihn darauf ansprach, meinte er, ja, das war halt eine tolle Arbeit, weil damals auch noch, das muss man auch sagen, natürlich vor dem Mikrofon
fast nur Theaterschauspieler standen, die irgendwie abends noch nach der Vorstellung ins Studio gingen und ihren Job richtig gut konnten. Ich habe sehr unterschiedliche Erfahrungen beim Synchron gemacht. Ich habe ja auch immer wieder Synchronregie gemacht. Und wo ich bin wirklich eigentlich ein sehr freundlicher Mensch, glaube ich, oder höflich zumindest. Aber wo ich die Geduld verliere, ist, wenn jemand faul ist. Also wenn jemand sich vors Mikrofon stellt und nur glaubt, weil er eine schöne Stimme hat, weil darum kommt es eigentlich nicht an, seinen Job einfach so machen kann. Und das hat man bei richtig guten Leuten nie das Gefühl. Die schmeißen sich in ihre Arbeit hundertprozentig und denen kann man auch sagen, wollen wir es nicht nochmal machen und dies und das. Die sind überhaupt nicht müde zu arbeiten. Aber es gibt Leute, die irgendwie in den Beruf gekommen sind, weil sie vielleicht eine schöne Stimme haben oder weil die Eltern irgendwie, keine Ahnung, Beziehungen hatten. Und wo ich finde, da ist etwas völlig fehlgelaufen. Und das finde ich traurig, weil das ist ein Beruf. Das ist etwas, was man lernen muss. Also ich habe mich nie als Sprecher gesehen, sondern immer als Schauspieler. Ich war auf der Schauspielschule. Natürlich habe ich als Kind angefangen, aber es war für mich klar, dass ich eine Ausbildung machen muss. Das war für mich eindeutig, weil ich auch Theater spiele. Ich habe immer gedacht, dass vor dem Mikrofon stehen, das ist ja eine sehr beschränkte, also beschränkt, körperlich beschränkte Arbeit. Da muss man halt still bleiben. Ich bin überhaupt nicht jemand, der gut still sitzen kann. Und ich habe auch gedacht, es ist nicht gut, den Körper so abzugrenzen. Für mich war es immer wichtig, dass ich auch andere Möglichkeiten habe, mich auszudrücken. Also es war immer klar, dass ich Theater spielen wollte, auch nebenbei, oder Risiken eingehe. Weil man kann sich in dieser Sprecherkabine auch verstecken. Da kann man sich in eine Komfortzone flüchten. Und das, die Gefahr, weil ich eigentlich ein schüchterner Mensch bin, der nicht gerne in der Öffentlichkeit steht oder nicht gerne im Mittelpunkt steht, manchmal zumindest, ist das etwas, was mir durchaus irgendwie auch bequem vorkommt und verlockend ist. Aber genau deswegen habe ich immer gedacht, ich muss selber aufpassen, dass ich nicht meiner Angst nachgebe und dass ich mich auch der Gefahr aussetze, der Gefahr, mich ganz zu zeigen. Das war so ein schöner Vortrag. Ja. Ja. Sehr schön. Wie bist du ans Buchschreiben herangegangen? Das Buch wurde, also ich wurde gefragt, also das war ein Auftrag sozusagen. Also es schlimmert, das war auch so eine Sache, die in mir schlummerte. Ich wollte sicher immer alles auch irgendwie mal zu Papier bringen, was mich so beschäftigt und wofür ich so brenne. Aber ein Literaturagent aus Berlin hat einen Podcast mit mir gehört und hat mich dann kontaktiert und hat gefragt, einen Podcast zu Hitchcock, mehr oder weniger, und hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, meine Begeisterung in eine Buchform zu bringen. Und dann traf ich ihn und dann fand ich sehr erstaunlich, weil ich hatte null Ahnung, wie so Verlage funktionieren. Ich musste ein Exposé schreiben, das wurde dann rumgeschickt und tatsächlich nach 10 Tagen hatten wir 7 Angebote. Und ich wusste überhaupt nicht, ja, was macht man denn jetzt? Ja, du musst dich jetzt entscheiden. Und ich habe mich nicht für den Verlag entschieden, der das höchste Gebot, also die höchste Gage zahlen wollte, sondern für den DTV-Verlag, weil ich das Verlagsprogramm interessant fand und weil die Lektorin, die mir zugeteilt wurde, oder die das Buch kaufen wollte quasi, geschrieben hat, ich kenne keinen einzigen Film von Hitchcock, aber nach dem Exposé von Herrn Wawrczeck bin ich so angefixt und es gefällt mir, sein Feuer gefällt mir so sehr, dass ich dieses Projekt sehr gerne begleiten würde. Und da habe ich gedacht, okay, das ist die richtige Person für mich, weil den Hitchcock-Fan muss ich nicht abholen. Darum war das, glaube ich, eine gute Entscheidung. Also ich fühlte mich gut damit. Und dann habe ich das komplette Buch eher intuitiv geschrieben. Also ich bin kein sehr ordentlicher Mensch. Ich träume Realist. Ich wusste, das Erste, worüber ich schreiben wollte, das war relativ konkret, war Hitchcock und die Mütter. Weil die Mütterfiguren in Hitchcocks Filmen, finde ich, so interessant sind, auch wenn sie nur kurz auftreten. Und nach diesem ersten Kapitel, was relativ schnell geschrieben war, ergaben sich die anderen. Das war dann ein bisschen wie diese Dominosteine, die umkippen. Ich habe aber das komplette Buch mit Bleistift in alte Schulhefte geschrieben. Und dann bin ich habe es auch, ich wohne ja halb in Paris, ich habe eine kleine Wohnung in Paris
Und ich bin sehr oft, egal ob es schneite, regnete oder was auch immer, ich bin in Parks gegangen, habe da gesessen und dann zu Hause das in den Computer geschrieben und dabei auch schon so wieder editiert. Ich habe mir manchmal so vorgenommen, ja, jetzt schreibst du von 8 bis 11 und dann machst du eine Pause von 11 bis 1. Das funktioniert so nicht. Meistens saß ich dann viel länger da oder viel kürzer. Insofern, es gab keine Struktur. Ich hatte es aber zur Deadline fertig, das war ja wichtig. Und ich habe mich auch irgendwann, habe ich mir gesagt, weil man setzt sich ja dann selbst unter so einen Druck und sagt, Mensch, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Andere machen das doch auch. Ich habe irgendwann gesagt, du musst es so machen. Das war auch sehr gut, weil ich habe den Literaturagenten einmal angerufen und habe gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig mache. Ich mache es so, wie ich denke. Und dann sagt er, ja, Jens, deswegen haben sie dich ja eingekauft. Die wollen nicht, dass du ein filmhistorisches oder ein filmwissenschaftliches Buch schreibst, sondern, und so war auch mein Exposé geschrieben, ein persönliches Buch. Und ich habe irgendwann meinen Frieden mit meiner inneren Unruhe gemacht und auch mit meiner, wenn man so will, Nicht-Organisation. Ich habe gesagt, du machst es so, wie es für dich richtig ist. Weil dann tatsächlich, als ich mich ein bisschen entspannt habe im Kopf, plötzlich auch Sachen wieder flossen. Man muss unglaublich aufpassen bei allem, was man macht, glaube ich, dass man nicht sich selber so sabotiert und immer den Zensor im Kopf hat, der sagt, nein, so geht das nicht und das gehört sich nicht oder das machen andere anders. Also dieses Vergleichsding ist ja sowieso tödlich, sich immer in den Vergleich zu setzen mit anderen. Man muss, gerade wenn man irgendwas Persönliches anschiebt, auch irgendwo bei sich bleiben. Natürlich irgendwann auch offen sein für Kritik, aber auch sehr genau überlegen, von wem nehme ich jetzt die Kritik an und wo sage ich, da muss ich mich jetzt ein bisschen schützen, weil 12 Leute haben 12 unterschiedliche Meinungen. Wie lange hast du daran geschrieben? Ich würde sagen, mit Unterbrechungen, weil ich hatte viele Auftritte zwischendurch und solche Sachen, 1,5 Jahre. Aber man müsste mal zusammenrechnen, wie viel man tatsächlich dran sitzt. Nicht? Also, aber ich hatte es nach anderen. Und das ist wohl auch mehr oder weniger normal. Also der Vertrag sagt, keine Ahnung, den habe ich irgendwann im August abgeschlossen und abgemacht war dann quasi Herbst nächsten Jahres. Also man hat dann so ein Jahr plus Zeit und kann natürlich auch, wenn man nicht fertig ist, sagen, ich brauche noch länger. Ich habe irgendwann mal, weil ich so irritiert war, dass der Verlag sich während ich schrieb überhaupt nicht gemeldet hat. Ich dachte irgendwie, ja, zwischendurch habe ich überlegt, wie lang ist eigentlich eine Seite? Weil also der Vertrag sagte 220 bis 260 Seiten. Es hat ja jetzt 256 Seiten. Aber ich hatte keine Ahnung, was für die eine Seite ist, weil eine Seite in meinem Bleistift war natürlich anders als im Computer. Und irgendwie wirklich relativ spät fragte ich, wie rechne ich denn das aus? Ja, also 1750 Anschläge oder also Zeichen. Okay, und dann war ich schon längst über dem, was ich eigentlich abgeben sollte, habe dann erstmal wieder 40 Seiten rausgestrichen. Aber dann fragte ich diese Lektorin, was ist jetzt eigentlich, ihr habt ganz am Anfang, haben Sie bei dem Mütterkapitel haben Sie mal reingelesen und seitdem habe ich nichts mehr gehört. Da habe ich gesagt, was ist jetzt eigentlich, wenn ich den größten Mist abgebe? Dann meinten sie ja, das passiert manchmal. Dann wird Tag und Nacht an diesem Werk gesessen und es übernehmen dann eigentlich Lektorinnen und Lektoren, Lektormänner, also Lektoren, ne, oder? Ja. Wie auch immer. Und die retten das Buch. Also das war bei mir nicht der Fall. Ich habe dann tatsächlich noch ein paar Sachen geändert. Es gab zwei Bemerkungen von der Lektorin, die eine fand ich nicht gut, also da habe ich mich dagegen gesträubt, die andere fand ich sinnvoll. Das war interessant, weil ich habe in dem Buch mehr oder weniger, wenn ich über die Filme gesprochen habe, schreibe ich zum Beispiel, Anthony Perkins reißt den Duschvorhang zur Seite und das Messer saust auf Janet Leigh hin. Und die Lektorin sagte, nee, das kannst du so nicht schreiben, du musst schreiben, Anthony Perkins in der Rolle des Norman Bates reißt den Duschvorhang zur Seite und Janet Leigh in der Rolle der Marion Crane fängt an zu schreien. Da habe ich gesagt, da werde ich wahnsinnig. Wenn ich das bei jedem Film immer so kombinieren muss, das liest auch keiner. Das ist für mich keine fließende Sprache. Und ich kannte das jetzt auch aus amerikanischen und englischen Filmbüchern, dass das überhaupt nicht gang und gäbe war. Das war sehr deutsch korrekt. Und ich habe gesagt, okay, ich lasse mich auf einen Kompromiss ein. Ich schreibe gleich in der Einleitung,
Bitte entschuldigen Sie, wenn ich die Namen der Schauspieler und der Rollen durcheinander bringe. Für mich ist es, und das stimmt auch, ein solcher Sog bei einem Hitchcock-Film, dass sich da die Grenzen sozusagen ineinander verweben. Und damit hatte DTV dann auch kein Problem. Das andere, was sie sagte, war, das Buch hat einen roten Faden, ist sich aber nicht ganz bewusst, welcher es ist. Beziehungsweise er schließt nicht ganz ab. Und ich ahnte, was sie meinte, und es waren tatsächlich nur drei Sätze, die ich im letzten Kapitel eingefügt habe, die diesen roten Faden, also die so eine kleine Schleife dann gebunden haben, und dann war alles gut. Also zumindest war das Problem aus der Welt geräumt. Das fand ich interessant. Ich brauchte diese Spiegelung, und ich ahnte, okay, da ist irgendwas, was ich noch nicht gelöst habe, aber es war dann relativ einfach zu lösen. Manchmal braucht man ja auch erst wieder ein bisschen Abstand, um das zu sehen. Hast du viel recherchiert? Ich habe relativ wenig, also ich habe natürlich, viel Recherche habe ich nicht betrieben, weil ich tatsächlich so viel wusste. Also ich wusste es einfach, weil ich seit 12 das lebe. Ich bin ein Nerd. Ich habe einige Sachen, um sicher zu gehen, natürlich nochmal überprüft und solche Sachen, aber darum habe ich auch, wollte ich, dass es klar ist, das ist meine Reise durch das Hitchcock-Universum. Es ist eben nicht der Hitchcock-Führer oder wie auch immer. Ich meine, ich behandle jeden Film, es sind 53 Filme, und jeder Film wird, wenn nicht komplett detailliert, aber doch erwähnt. Aber es ist eben, es ist kein trockenes Buch, hoffentlich. Welchen Hitchcock-Film würdest du für einen Anfänger empfehlen? Ja, Hitchcock für Anfänger. Ja, das ist ja, das ist interessant, weil ich mache ja auch eine Kinotour mit diesem Buch, und da sind tatsächlich manchmal, relativ häufig junge Menschen auch, die kommen und sagen, das war mein erster Hitchcock-Film. Die sind dann aber infiziert, und das freut mich total. Und ich habe am Ende des Buches, ich habe zwei Listen. Einmal eine komplette Filmografie, wo ich Punktebewertungen verteile von 4 Punkte, da heißt es, lassen Sie alle stehen und liegen, bis ein Punkt, finden Sie was Besseres zu tun oder irgendwas, oder muss nicht sein, glaube ich, habe ich es genannt. Aber es gibt für Leute, die noch gar keinen Hitchcock-Film gesehen haben, die Liste mit Hitchcock durch das Jahr. Und das ist, da empfehle ich einen Hitchcock-Film pro Monat. Und ich würde anfangen, also gehen wir davon aus, dass das Jahr mit dem Januar anfängt und man mit Hitchcock im Januar anfängt, dann würde ich tatsächlich mit Psycho beginnen. Nicht, weil das unbedingt mein Lieblingsfilm ist, das ist nicht mein Lieblingsfilm, aber es ist ein Film, der brillant inszeniert ist und wahnsinnig spannend, und ich glaube, der fesselt jeden. Der fesselt auch diejenigen, die vielleicht gar nicht gerne ins Kino gehen oder sagen, ich gucke mir keine alten Filme an. Es gibt ja alle möglichen Gründe, warum man nicht auf Hitchcock stößt. Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt Februar, nicht? Ich könnte ja mal schauen, was ich für diesen Monat empfehle. Februar, tatsächlich, eine Dame verschwindet. Also, wenn das kein Zufall ist, ja. Also für mich ist Psycho einer der interessantesten Filme. Ich finde ihn nicht nur wegen der Geschichte, auch dessen Entstehung und auch die Bedeutung fürs amerikanische Kino besonders da. Mhm. Und immer, wenn ich mich damit beschäftige, entdecke ich neue Elemente an dem Film. Ja. Ich musste, habe ihn, glaube ich, beim dritten Mal sehen, habe ich erst bei der Endszene gesehen, diese Überblendung zwischen Norman Bates. Ich sah immer nur das Auto und dann plötzlich, Moment mal, da ist doch ein Skelett noch in seinem Gesicht, das er noch dazwischen Mutter eingeblendet hat. Jetzt hast du in der Kinotour ja die Filme mal wieder noch mal gesehen. Gibt es bei dir auch Momente, wo du sagst, Moment, das habe ich 30 Jahren auch noch nicht gesehen? Gibt es tatsächlich immer wieder. Es ist auch natürlich die Übertragung auf die Leinwand. Einige der Filme hat man ja so selten auf der Leinwand gesehen. Und wenn du sie dann in dem Format siehst, ist es noch mal was anderes. Beziehungsweise gehen dir bestimmte Bildkompositionen anders auf. In Psycho, das ist jetzt nicht unbedingt etwas Neues, was ich entdeckt habe, weil Psycho habe ich auch gerade vielleicht vor 2 Wochen in einem Kino gesehen. Da war es also so, dass ich wieder so fasziniert war von diesem Schlussbild, weil es diese ganze Identitätsauflösung symbolisiert. Also, dass Norman Bates am Ende überhaupt nicht mehr er selber ist, sondern seine Mutter, aber auch der Mörder. Also, es kommt alles zusammen. Das ist ja ein sehr bedrückender Film. Aber ich war auch wieder wirklich begeistert von den Schauspielern, also von Perkins und von Janet Leigh. Darüber schreibe ich übrigens auch relativ ausführlich, dass Hitchcock der war ein bisschen sparsam mit Komplimenten, was darstellerische Leistungen angeht. Er hat das zwar immer wieder gesagt, aber es war vor allen Dingen ein Hitchcock-Werk. Und Psycho wurde ja neu verfilmt, Frame für Frame von Gus Van Sant
wie auch immer er ausgesprochen wird. Und das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Er hat zwar alles genauso gedreht wie Hitchcock, aber er hatte andere Schauspieler und es fehlte dann wohl dieser geniale Funken. Und ich weiß nicht genau, wo der sich auf die Filmspur überträgt. Das fand ich sehr interessant, weil man denkt, nee, das ist auch künstliche Intelligenz, hoffe ich, kann eben dann doch nicht den menschlichen Atem ersetzen, sondern es ist etwas, was wir gar nicht genau fassen können. Das ist etwas, das ist eben Kunst, das ist Kreativität und das ist Seele. Man könnte es auch als Seele bezeichnen. Und das hat mich wieder so begeistert bei jetzt Psycho zum Beispiel. Eine Frage zu den drei Fragezeichen muss einfach sein. Wie wurdest du Peter Shaw? Ich habe ja mit 11 angefangen beim NDR und die drei Fragezeichen kamen erst dazu, als ich 15 war oder 14. Man ist als Kind, wenn man gut funktioniert und wenn man so diszipliniert ist und vor allen Dingen Spaß an seinem Job hat, ist man ja so ein bisschen eine bunte Kuh oder ein bunter Hund. Und ich habe damals schon Theater gespielt und Frau Körting hatte schon andere Hörspiele mit mir gemacht. Frau Körting hat sich, wenn sie Kinder suchte, beim Norddeutschen Rundfunk erkundigt. Haben Sie irgendwelche Kinder im Angebot? Und so landete ich bei ihr am Tisch und hatte schon ein paar Hörspiele gesprochen. Und ich glaube nicht, dass das keine große Entscheidung. Die drei Fragezeichen sind ja viel später erst zu diesem Kultprodukt geworden. Oder wir haben es Jahrzehnte wirklich gar nicht gewusst. Insofern, ich glaube, es waren einfach drei Kinder, die halbwegs gut lesen konnten die wurden zusammengewürfelt und wir mussten uns auch erst über Jahre zusammenraufen. Das war nicht so, dass wir am Tisch saßen und uns liebten. Das war anders. Nein, alles gut, aber es war anders. Es war bei Frau Körting auch anders, weil ich war es eher gewohnt, bei den Rundfunkanstalten arbeitet man total anders als bei den kommerziellen Hörspielen, die im Studio gemacht werden und dann veröffentlicht. Beim Rundfunk hatte man endlos viel Zeit. Also wenn, ich habe zum Beispiel, viele sagen so Simplicius Simplicissimus, ja, also es war ein Sechsteiler, da bin ich 2 Wochen in Stuttgart gewesen und es wurden Schauspieler von ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz besetzt. Man hatte die größten Stars vom Burgtheater aus Wien, man hatte die vom Zürcher Schauspielhaus. Das war für mich natürlich auch eine unglaubliche Schule, weil man mit den besten Ensembles vom Mikrofon war, aber eben auch den Luxus hatte dieser Zeit und dieser riesengroßen Studios. Frau Körtings Studio ist ungefähr so groß wie dieser Kreis. Und das ist ein völlig anderes Gefühl. Das ist sehr familiär und es ist sehr viel schneller. Und das hat Vor- und das hat Nachteile. Ich finde es manchmal ein bisschen schade tatsächlich, dass diese, natürlich durch die Verbreitung der drei Fragezeichen, dass diese Hörspiele viel mehr wahrgenommen werden, als das, was die ARD produziert hat, weil da auch sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Leidenschaft und sehr viel Können auch drin steckt, aber die sind natürlich nicht so im Umlauf und ich bin so, hallo, auf dem Floß, so auf dem Bleibär, die gibt es auch noch. Das finde ich schade. Das ist manchmal, finde ich, wird das überlagert. Ich würde es schöner finden, wenn es gleichwertig wahrgenommen wird. Welches ist denn jetzt der Lieblingsfilm? Und noch eine zweite Frage, ich gucke immer auf das Bild. Das ist doch eine Fotomontage. Nein, mit dem Vogel. Es ist keine Fotomontage. Nein? Nein. Der Vogel ist zwar nicht lebend, aber er ist aus den Bavaria Filmstudios ein ausgestopfter Rabe tatsächlich. Und der Fotograf, der das gemacht hat, ist der Fotograf, der schon häufiger Fotos von mir gemacht hat und ist der einzige Fotograf, wo ich sage, okay, ich kann damit leben. Und der schickte mir ein Foto, als ich sagte, wir brauchen dieses Foto für DTV. DTV sitzt ja auch in München, insofern war das praktisch. Also ich fuhr nach München und der sagte, ja, ich habe so ein Viech sozusagen aus den Bavaria Filmstudios. Und das ist wirklich ein großes Tier. Und dieser Vogel wurde mir mit einem Draht um den Finger gewickelt und war sehr schwer. Und es war nicht angenehm, dieses Foto zu machen. Aber ich finde, es ist irgendwie ganz, ganz gut geworden. Und die zweite Frage war, was ist mein Lieblingsfilm? Das ist sicher nicht Hitchcocks bester Film, aber ich liebe den sehr. Das ist Der Mann, der zu viel wusste mit James Stewart und Doris Day, weil ich so ein Doris Day-Fan bin. Und weil ich diesen Film wie ein großes Tortenstück empfinde, dass man so zu sich nimmt und es ist irgendwie auch ein Film übrigens, bei dem ich, wenn ich ihn häufiger sehe, immer wieder Sachen entdecke
Und ich mag diese exotischen Beginn in Marrakesch und dann sind sie in London. In London habe ich eben auch länger gelebt und ich finde, dieses London ist auch irgendwie gut eingefangen mit dieser Ambrose Chapel und der Royal Albert Hall. Und ich mag den Film sehr. Das ist der Film, den ich wahrscheinlich dann, wenn ich auf die 52 anderen Filme verzichten müsste, ihn mit auf die einsame Insel nehme. Sind Filme Leidenschaft und Inspiration für dich? Ich glaube, Filme habe ich immer wahnsinnig gerne gesehen. Aber diese Initialzündung, die war schon besonders, als ich mit meinen Eltern, das habe ich noch gar nicht erzählt, das ist eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte. Als ich mit meinen Eltern, also als ich meinen ersten Hitchcock-Film sah, war ich auch ungefähr 12. Das war vielleicht sogar in demselben Jahr, als ich Eine Dame verschwindet sah. Und der Film war bei Anruf Mord. Und den sah ich mit meinen Eltern im Fernsehen. Und damals war das Fernsehprogramm, ja, Sie sind ja so jung, Sie wissen das wahrscheinlich nicht, aber das Fernsehprogramm war sehr überschaubar. Es gab 3 Programme. Und die Filme wurden angesagt von einer Fernsehansagerin und es gab auch irgendwann Sendeschluss. Das war besonders toll. Und insofern war so ein Film, der dann vielleicht am Samstagabend ausgestrahlt wurde, was Besonderes. Und man versammelte sich tatsächlich vor dem Fernseher. Um 20.15 Uhr ging es los. Und ich saß im Schlafanzug, weil Samstag wurde gebadet. Ich saß im Schlafanzug mit Salzstangen vor mir und Zitronenlimonade zwischen meinen Eltern und es gab bei Anruf Mord. Und in diesem bei Anruf Mord Film gibt es diese Szene, die mich dann eben auch wahnsinnig beeindruckt hat, in der Grace Kelly, die Hauptdarstellerin, umgebracht werden soll. Also sie wird von ihrem Ehemann ans Telefon gelockt, der sie anruft. Der Ehemann weiß, dass der Mörder hinter dem Vorhang auf seine Frau lauert, er will seine Ehefrau umbringen, also der Mörder lauert, Grace Kelly kommt ans Telefon, die Kamera ist so positioniert, dass wir Grace Kelly von vorne sehen und hinter ihr steigt dieser Mörder mit einem Seidenschal auf, sozusagen wie Satan aus der Hölle. Er schlingt diesen Seidenschal um Grace Kellys Hals, aber die Szene kippt, Grace Kelly ersticht ihn, ersticht quasi ihren Attentäter mit einer Schere. Also diese Szene hat mich unglaublich beeindruckt, mal abgesehen von der ganzen Ästhetik, die Hitchcock hat, die Farben, die Schauspieler, die Musik und so weiter und so fort, die Kameraposition. Als der Film vorbei war und ich ins Bett gehen sollte, hatte mein Vater, der einen sehr schwarzen Humor hatte, die Vorhänge in meinem Kinderzimmer zugezogen und unter den Vorhang 2 Schuhe gestellt. Insofern war dieser Abend für mich auch unvergesslich. Ich meine, es wurde schnell aufgelöst. Ja? Also er sah, dass ich mich sehr erschrocken habe und hatte dann Mitleid. Aber das werde ich nie vergessen, diese Schuhspitzen hinter dem Vorhang in meinem Kinderzimmer. Ich finde, er hat echt Interessantes an diesem Abend geäußert. Ich hoffe, für euch war auch ein, zwei Fakten dabei, die euch interessiert haben. Auf jeden Fall, ihr seht, er schweift gerne aus, er erzählt gerne und das macht ihm auch sehr viel Spaß. Und ja, ich habe den Abend natürlich auch ausklingen lassen, indem ich mir das Buch am 21.02.2024 signieren lassen hat, ne, für Sascha von Jens Wawitschek. Ich danke dir nochmal dafür. Ihr könnt sehen, meine Schwester hat aufgenommen, wie er mir gerade das Buch signierte und auch natürlich ließ ich mir nicht nehmen, ein gemeinsames Foto, denn ja, diese Erinnerung, auch dieses Persönliche, es war sehr herzlich, es war ein sehr schöner Moment und ja, eigentlich kann ich jetzt nur noch das vermasseln, indem ich noch mehr drumherum schweife und nicht zu einem Ende komme. In dem Sinne, How to Hitchcock von Jens Wawitschek, erschien im DTV-Verlag, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Interessantes Buch und ja, Alfred Hitchcock ist eine Koryphäe im Filmbereich, den man kennen sollte. Und hier versteht man vielleicht dadurch seine Figuren etwas besser und was er uns erzählen wollte durch das Spiel der Figuren. Kann man vielleicht so kurz sagen. Ansonsten, ich habe hier unten nochmal die Webseite von Jens Wawitschek und seine Instagram-Seite verlinkt und von Audobar, das Label. Und ja. Und dann möchte ich nur nochmal Danke sagen an die Thalia Buchhandlung in Bad Oldesloe für diese wunderschöne Ausrichtung. Es war sehr, sehr toll gemacht, so ein kleiner Rahmen und es waren, ja, die Mitarbeiter waren alle super lieb und nett und es hat auch Spaß gemacht, auch ein paar Worte mit ihnen zu wechseln. Ja, und natürlich Jens Wawitschek, vielen, vielen Dank dafür, ich bedanke mich herzlich. Du hast mir, ja,
einen schönen Abend geboten. Ja, das kann man so sagen. Und du begleitest mich seit meiner Kindheit zwar durch die drei Fragezeichen. Und ich habe jetzt eine andere interessante Seite von dir kennengelernt. Und ja, einfach nur danke. Ne? Mehr kann ich nicht sagen. Und jetzt nur noch liken, teilen, abonnieren und erzählt mir, wart ihr auch auf einer seiner Lesungen oder einer Kinotour? Und habt ihr das Buch auch gelesen? Ja, lasst es mich einfach wissen. Und ich sag nur noch, tschüss.